Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Diamant-Edition. Wir befinden uns hier mal wieder in Weideburg, wo wir beim letzten Mal den Arenaleiterorden bekommen haben. Und naja, wir haben uns mit dem Grüppel gefetzt und mit Lutz. Und naja, es sind Tränen und Blut geflossen, glücklicherweise nicht auf unserer Seite. Und naja, wir werden uns jetzt wieder zurück auf den Weg nach Herzofen machen, damit wir gegen Lamina campen können. Wo wir wahrscheinlich Chief einsetzen werden, denn naja, eine Geisterarena sollte für ein Unlicht-Pokémon ziemlich leicht sein. Deswegen trainieren wir erstmal die anderen ein bisschen. Chief wird da in der Arena wahrscheinlich noch ein bisschen leveln können. Wobei ich muss sagen, ich finde es halt richtig seltsam, dass man hier in einer Diamant-Edition gegen Marinus, einen Wasser-Arena-Leiter, Auflockern dann einsetzen kann, beziehungsweise nach dem Kampf. Und nicht Surfer, wie in... Ich kann nicht mal aufs Menü zugreifen. Wie in Platin. Was irgendwie wesentlich mehr Sinn macht, weil da auch ziemlich viel Wasser in der Nähe ist, was man halt dann untersuchen kann. Oh, machen wir einen Topschutz. Hier ist nicht mal was. Ich hasse das. Bären. Nehmen wir mit. Ein Auge juckt. Kann ich beides gleichzeitig machen? Bären pflücken und mich am Auge kratzen? Sieht gut aus. Und eine weitere Bäre. Irgendwie ist sie das da mit dieser Holzplanke ziemlich witzig aus. Da können wir mit dem Fahrrad langfahren. Aber wir können uns... Oh, wir können hier durch. Ich wollte gerade sagen, wir können da nicht durch. Aber wir können da durch. Wäre auch ziemlich seltsam, wenn wir da nicht lang könnten. Trainer. Kannst du mit uns mithalten? Das hängt davon ab, wie schnell ihr seid. Oh, ein Luxio. Ich mag Luxio. Ich habe immer gerne eins trainiert. Wie gesagt, ich mag die Shiny-Form. Roten Augen. Das Blaue ist dann gelb. Das sieht wenigstens aus wie ein Elektro-Pokémon. Voltenso hat das übrigens auch. Das ist ja auch blau und gelb. Das wird dann halt schwarz und gelb. So. Na, der Regen ist vielleicht nicht die beste Wahl, um Scorchet zu trainieren, aber ich will, dass es sich mal bald entwickelt. Immerhin ist Scorch eines der wenigen Pokémon in unserem Team, das sich noch entwickeln kann oder das sich in nächster Zeit entwickeln kann. Chief muss noch warten, bis wir den Finsterstein haben können. Das dauert noch ein bisschen. Und Rosi muss den Funkelstein haben. Leuchtstein. Irgendwie sowas. Der liegt auf der Eisinsel. Das dauert auch noch ein bisschen. Naja, und Cape und Cognodon trainieren wir ja eigentlich mehr oder weniger nicht mehr so intensiv. Beziehungsweise Cognodon ja gar nicht. TM6 Toxin. Nee, ich stecke fest. Mal wieder. Schon wieder. Furchtbar ist das. Ob ich im Moor feststecke? Natürlich nicht, du bist lustig. Ich nehme ein Moorbad, sonst würde ich doch auch versuchen, hier rauszukommen. Ich dachte, du willst kämpfen. Ich will mal eben kurz gucken, wo uns das... Ah, schon wieder. Wo ist das Teil da oben hin? Für Zerschneider haben wir ja dabei. Wo ist eigentlich nochmal der Attackenverlerner? Hab ich vergessen. Naja. Ein X-Spezial werden wir wahrscheinlich nie einsetzen. Hi. Wollte gerade sagen, willst du nicht kämpfen? Hier haben wir ein Adrett, aus dem der Trainer definitiv einer Würdigung wird. Na, Dankeschön. Hinterlasse auch du ein Like in den Kommentaren.
Ah, das Apra sollten wir lieber schnell besiegen. Wobei Apra lernt keine wirklichen Attacken, also von daher sollten wir das doch schon so hinkriegen. Und Apra hat eine Streichholzverteidigung. Mal davon abgesehen, dass wir ziemlich überlevelt sind für das Apra. Und Level 32. Ja, Kadabra kriegen wir auch hin. Wenn wir das Apra schaffen, kriegen wir auch Kadabra hin. Hoffe ich. Naja, es ist auch auf Level 19. Es könnte theoretisch ein Simsala sein. Aber nö. Ich glaube, so Simsala ist die erste Drittentwicklung, die man so schnell wie möglich kriegen kann. Ich meine, man entwickelt Kadabra auf Level 16 und tauscht es dann schon, ob man Simsala. Ist ja hier mit den Nidorans fast eh auch so. Level 16 entwickeln lassen, Mondschein drauf, fertig. Hi. An regnerischen Tagen bin ich angespannter. Ich habe hier neben meinem Fenster oder so ein Stück unter meinem Fenster ist so ein Carport, der so als Wintergarten umfunktioniert wurde oder so ein Abstellraum. Und da ist so eine gewellte Plane, also nicht eine Plane ist, es ist halt so ein Plastikdach, das so gewellt ist und so ein Welldach. Und immer wenn es regnet und ich das Fenster aufhabe, ach, das klingt so entspannt, wie der Regen dann auf dieses Welldach raufprasselt. Voll toll. Irgendwie würde es mehr Sinn machen, wenn man storytechnisch von Herzofen aus südlich nach Weideburg geht und dann nach Staede den Orden da dann macht und dann entthronst du es. Also beziehungsweise nach Trostu geht. Weil die Abzweigung nach Elysis ist ja nördlich von Trostu. Da ist es viel näher dran oder viel komfortabler, wenn du da von der Schlaede-Seite kommst. Es gibt Pokémon, die bei Regen stärker werden. Was du nicht sagst. Ich weiß nicht, das würde irgendwie viel mehr Sinn machen, als wenn du hier einmal nach Schlaede und Weideburg gehst und dann wieder ein Herzofen rauskommt und dann noch durch Trostu durch musst. Ich meine, gut, du hast die VM Fliegen, aber ich finde, ein Pokémon-Spiel sollte so designt sein, dass die Fliegen-VM halt nicht notwendig sein sollte. Ich meine, gut, zum Backtracken vielleicht, aber halt, ne, so um storymäßig voranzukommen, solltest du nicht gezwungen, dein Fliegen einzusetzen. Seien wir mal ehrlich, Fliegen ist keine gute Attacke. Wir haben doch alle nur ein Flug-Pokémon im Team, wenn wir fliegen wollen. So. Und wenn man dann in Weilburg dann gleich Surfer kriegt, kann man den Strand dann noch mit erkunden, an dem man da vorbeikommt. Da gibt es ja, glaube ich, auch noch Items. Und hier können wir nicht mehr Fahrrad durch. Wirkt Schutz nicht mehr? Hier kann man wilde Rosselia fahren. Ist ja interessant. Den Sternshop sollten wir vielleicht auch mal verkaufen. Ach gut, hier ist das nichts. Ich wollte doch nur mal sicher gehen. Hi. Wenn du Scherben in identischen Farben findest, dann lass es mich bitte wissen. Ich gebe dir gerne eine technische Maschine im Tausch dafür. Oh, wie nett. Meine große Schwester sammelt Scherben. Sagt, sie erinnern sie an einen Ort, an dem sie vor langer Zeit gearbeitet hat. Vielleicht die Höhenregion, da gab es die auch.
Hier auf der Wasserroute sollten wir vielleicht Rosi einsetzen. Siehst du nicht, dass ich angle? Sei ruhig, du verscheuchst mir die Fische. Ja, und dann kommt ein Garados. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Pokémon. Gigasauger. Es dauert halt immer nur so lange, das zu trainieren. Vor allen Dingen in späteren Generationen, wo es diesen Attackensplit zwischen speziell und physisch gibt, da glänzt Gyarados dann endlich mal. Mein Gyarados ist zwar ein Wasser-Pokémon, hat aber einen höheren Angriff als ein Spezangriff und in früheren Generationen sind Wasserattacken speziell. Das bringt Gyarados nicht sehr viel. Im Gegenteil. Das tut seiner Performance ziemlich weh. Aber erstmal Level 32 für Rosi. Ah! Hier sind mir ein Pokémon und ein Kampf durch die Lappen gegangen. Oh, dann will ich auch kämpfen. Ich wollte mir erstmal die Items da oben gönnen. Ich bin stolz auf meine Pokémon. Und ich werde dir zeigen, warum es so ist. Oh, Kleinstein. Sollte leicht werden. Da können wir ganz einfach Gigasauger drauf einsetzen. Na, hat er jetzt drei Kleinsteine wie die anderen Sammler? Also nicht, dass die alle auch drei Kleinsteine hätten, aber die hatten ja dreimal das gleiche Pokémon. Das ist irgendwie so Sammler-mäßig. Ich habe einige Amiibos auch in doppelter Ausführung. Einmal ausgepackt und einmal eingepackt, wie sich das gehört. Heißt das, er musste eins von diesen Kleinstein auch einpacken? Das Kleinstein hat Sammlerwert. Das ist noch original verpackt. Wir bleiben stehen. Wobei, apropos Amiibo. Eigentlich ist es ziemlich unverschämt, wie teuer einige Amiibos mittlerweile geworden sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel für den weiblichen Corrin Amiibo interessiert, ja, dann sei es schon mal bereit, dass du im dreistelligen Bereich was ausgeben musst. Der ist ziemlich selten. Oder der originale Smash Bros. Kirby Amiibo. Das habe ich auch bei 50 Euro mittlerweile oder so. Das ist schon ziemlich cool. Also cool in dem Sinne, dass diese Amiibos ziemlich wertvoll werden können. Okay, damit wäre deine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ich habe Leute gesehen, die mit dem Rad gefahren sind und haben Baumstämme überquert, als wären diese Brücken. Das sind Baumstämme? Sehen sie aber nicht noch aus. Oh, die Themen. 62 Silberhauch. Das kann bestimmt keins unserer Pokémon lernen. Dabei ist Silberhauch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nicht mal Cape kannst lernen. Cape ist ein Käfer-Pokémon. Wasser-Pokémon sind glücklich, wenn es regnet. Und ich bin das auch. Ja, ich mag es auch, wenn es regnet. Habe ich ja schon erklärt. Naja, das Schmerbe sollte keine Herausforderung für uns werden. Hier in der Gegend bin ich froh, dass wir Gigasauger 2 mehr haben. Dank des AP+. So, weg mit dem.
und noch ein Schmerbe. Hat er jetzt viermal Schmerbe oder was? Mal so ein Welser zwischendurch wäre auch nicht schlecht. Aber bei dem Level wird er wohl sehr unwahrscheinlich ein weiterentwickeltes Pokémon haben. Da sehe ich doch schon eher, dass er viermal Schmerbe hat. Nein, er hat einen Schalelos. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist es Ost oder West? Es ist West. Und das war sein Schalelos. Ich weiß gar nicht, wie lang die Route noch ist, aber ich hätte es gerne, dass wir in dieser Folge noch wieder in Herzofen ankommen. Auch wenn es am Ende der Folge ist. Ich möchte nicht so viel Zeit hier vergeuden. Ich will mal langsam vorankommen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite möchte ich die EP hier ganz gerne mitnehmen. Ach, es ist schwierig, wenn man so ungeduldig ist wie ich. Sowas kann mir gar nicht schnell genug gehen. Uff, da bin ich aber ganz schön unter die Räder geraten. Dabei haben wir nicht mal ein Rad benutzt. Hier kommen nur Trainer vorbei. Nie sind es Frauen, die gerne angeln. Ein Goldini. Ich mag Goldini. Nur irgendwie, ich weiß nicht, Goldini ist so langweilig als Wasser-Pokémon. Es gibt so viele Wasser-Pokémon. So viele tolle, exotische. Und dann hast du einen Goldfisch. Mit einem Horn drauf. Au. Die Schelle habe ich wahrscheinlich verdient. Das Level-Up hätten wir wohl noch kriegen können. Wäre das denn zu viel verlangt? Scheinbar ja. Na, offensichtlich schon. So. Und Level up. Gut, dann habe ich ihn verloren. Und dann angle ich eben weiter. Das ist die richtige Einstellung. So, da scheinen mir alle Angler gewesen zu sein. Kann Scorch jetzt weitermachen. Hier auf der Route gibt es ziemlich viele Zerschneiderbüsche, ne? So nah und doch so fern. Haben wir eigentlich noch Schutz drauf? Nein. Und noch ein Trainer. Ich finde es beruhigend, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Ich hasse sowas. Wo du über jeden Schritt Angst hast, dass du dich entweder A, gleich auf die Fresse legst oder B, du bleibst stecken. Wenn das deine Optionen sind, finde ich den Boden nicht ganz so geil. Na, mal gucken, ob das Kadabra Flammrad übersteht. Wenigstens ist es doof und setzt Zielkraft an. Wobei halt, das senkt unsere Genauigkeit. Das heißt, wir treffen vielleicht gleich nicht mehr. Ja, dachte ich mir.
So, jetzt will ich aber... Na, bitte, wir wechseln. Nevermind, wir wechseln. Alter, diese Verwirrung, ne? So ärgerlich, jetzt müssen wir extra deswegen nochmal wechseln. Wenn es jetzt nämlich sich selbst verletzt oder nicht trifft, ist es besiegt. Naja, durch die Verwirrung sind die Chancen, dass es besiegt wird, dann doch ein bisschen gestiegen. Okay. Aus irgendeinem Grund hat er predicted, dass das passiert. Gut, dass Kadabra keinen physischen Angriff hat. Da macht das nicht so viel Schaden. Wow. Du musstest mich unbedingt besiegen, oder? Du hast es herausgefordert. Indem du mich herausgefordert hast. Hättest du mich in Ruhe gelassen, wäre das nicht passiert. So. Ein Gegengift. Guten Tag, ihr zwei. Unsere Aufgabe ist es, die Umwelt in dieser Region zu schützen. Leistest du deinen Beitrag dazu, die Umwelt zu schützen? Ich immer in jedem Fall. Mit Griffel und Plieprin. Oh, ein Starter. Das Plieprin könnte eine kleine Herausforderung für uns werden. Immerhin regnet es, das heißt, Wasserattacken sind stärker. Kümmern wir uns darum. Es wurde sich gekümmert. Sehr schön. Die Kratzwürge gingen daneben, das heißt, das Griffel hat diese Runde nichts beigetragen. Noch ein Plieprin, meine Güte. Also nochmal das Ganze von vorne. So. Und das Griffel mit seiner Kratzfurie. Eigentlich sollte der Tempo-Whip schon reichen. Wir sind 11 Level über dem Griffel. Sag ich doch. Kein Problem. Und Level 33 für Scorch. Ich glaube, auf 36 entwickelt es sich. Aber da ist gar kein Ziel. Das ist korrekt. Kommt jetzt noch ein Griffel? Nein, ein Merrill. Na, das sollte zu zweit auch kein Problem darstellen. Da können wir jetzt einfach zu zweit draufhauen. Fertig. So. Wir müssen eindeutig stärker werden. Gut, du scheinst ein warmherziger Trainer zu sein. Sagst du, weil ich euch gerade kalt gemacht habe, oder was? Ich meine, wir haben die Route nicht geschafft, aber hey, wir sind schon mal in besseren Gestaden gelandet. Und da sind mehr. So. Was haben wir hier noch? Neben dem Item. Da scheint es ja noch weiter zu gehen. Die TMF Sonntag.
und einen Weg zurück. Die wollen nur nachts kämpfen. Streife gehen, Tag und Nacht. Ich bin so müde. Würde es dir Freude bereiten, dich mit mir zu messen? Mit einem so jungen Trainer hatte ich noch keinen Kampf. Ich bin nervös. Mal gucken, was die haben. Ein Plauderguy und ein Roselia. Plauderguy ist eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon. Ich glaube, das Hauptfeature von Plauderguy kann man in den späteren Editionen gar nicht mehr so gut nachahmen. Aber Plauderguy kann tatsächlich mittels des Mikrofons, was ja in den DS eingebaut ist, kann es die Laute, die der Trainer macht, perfekt nachahmen. Also man spricht quasi was ins Mikrofon ein und Plauderguy kann das dann, nimmt das dann quasi auf, technisch gesehen, und gibt das dann halt als Ruf wieder. Das ist so cool, cooles Feature. Naja, um das zu können, brauchst du aber eine Attacke. Ich weiß gar nicht gerade, wie die heißt, aber die Attacke muss es dann halt dafür können und diesen Ruf, den es dann hat, wird es dann auch während der Attacke wiedergeben. Das ist schon cool. Wie du deine Pokémon ersetzt, ist wahrlich tadellos. Du meine Güte, es war ganz und gar nicht wie... Hey, da war der Text vorher weg. Willst du kämpfen? Der Besitzer des Platzes der Treue ist auch der Besitzer des Pokémon-Landguts. Oh, ein Landgut. Hi. Mein Pokémon schläft in einem teuren importierten Bett, damit du es weißt. Meine Pokémon schlafen in ihren Bällen. Ein Luxio. Mit Rivalität. Luxio kann zwei Fähigkeiten haben. Bedrohe und Rivalität. Rivalität erhöht den Angriff des Pokémon, wenn es gegen ein Pokémon des gleichen Geschlechts kämpft. Während Bedrohe den Angriff des Gegners senkt, sobald es eingewechselt wird. Das sind die beiden Fähigkeiten. Ich denke immer, irgendwie ist halt Statik, dabei kannst du das nicht mal lernen. Können wir anfangen? Bist du gut vorbereitet? Ich bin immer vorbereitet. Ein Haspri-Rohr. Ein besiegtes Haspri-Rohr. Sehr, sehr eindrucksvoll. Danke. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Da geht's nicht weiter. Verzeihung, aber ab hier hat die Öffentlichkeit keinen Zugang mehr. Okay. Herr Reichedel ist der Besitzer dieses Anwesens. Dies ist sein Büro. Dann sagen wir dem guten Reichedel doch mal Hallo. Hallo, hallo. Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel drinnen und draußen, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz ist aber der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Sie kommen, um meinen Garten zu sehen. Du bist herzlich eingeladen, ihn dabei Gesellschaft zu leisten. Master genießt es wirklich sehr, seinen wertvollen Garten starken Trainer zu zeigen. Dies ist ein sehr teuer aussehender Bildband über Pokémon. Stopp, das Berühren der Figur mit den Pfoten ist verboten. Dann nehme ich eben die TM 87 Angeberei mit. Kein Ding. Haben wir hier noch was? Ich fahre jetzt doch gar nicht. Ich mache nur eine kleine Pause. Ist hier was drin? Ein Feuerheiler. Ist hier was drin? Nein. Wusstest du, dass du im Trophäengarten Pokémon fangen kannst? Und wenn du das einem gefangenen Pokémon gibst, wird es schneller freundlich. Ich gebe dir etwas davon ab, also versuch es mal. Also die hätte ich gerne ein bisschen eher erhalten. Ich weiß nicht, so damals als Rosi noch ein Knospi war, wäre das zum Beispiel sehr vorteilhaft gewesen. Nee. Nervig. Jedenfalls, was wollte ich gerade noch sagen?
Die Räumlichkeiten hier sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Jedenfalls der Trophäengarten, genau. Im Trophäengarten gibt es viele Pokémon, die sich tagtäglich ändern. Es gibt eben jeden Tag ein Pokémon, das halt besonders selten ist. Oder halt ein seltenes Pokémon, das öfter auftaucht. Und am Folgetag taucht das zwar auch noch auf, aber halt nicht mehr so häufig wie am Tag davor. Und naja, auf die Art und Weise kann man da halt ziemlich seltene Pokémon fangen. Es gibt gute Bäume, die du mit Honig beschmieren kannst, und es gibt welche, bei denen das nicht geht. Wenn du seltene Pokémon anlocken möchtest, musst du den richtigen Baum finden. Das ist korrekt. Wie ich sagte, Bäume sind in unterschiedliche Gruppen eingeteilt und man kann halt nur seltene Pokémon finden, wenn man halt den richtigen Baum erwischt. Und da dann die richtige Gruppe erhält. Sehr schön, wir haben es tatsächlich diese Folge noch nach Herzofen geschafft. Die Folge ist zwar ein bisschen länger geworden, aber hey, wir haben es in dieser Folge geschafft. Das zählt. Cool, dann können wir uns beim nächsten Mal ja die Arena vornehmen. Dann kommen wir endlich mal ein bisschen voran. So, Chief, du machst das. Gucken. Die Arena müsste jetzt eigentlich besetzt sein. Wobei, es ist schon eine Weile her, dass ich Diamant gespielt habe. Kann sein, dass wir erst nach Elysis müssen. Hi. Du fragst, wo die Arena drin ist? Das kann ich dir sagen, aber sie wird schon noch zurückkommen. Allerdings musst du erst andere Orte besuchen. Achso, wir müssen erst nach Dingsterbumster. Erst nach Elysis. Dann geht das hier erst. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Beim nächsten Mal geht's dann nach Elysis. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Ich verabschiede mich fürs Erste. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.